country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan, it's the future man. Man kann ihn auch töten. Indem man ihn mit Eiern befurzt. Das ist wirklich so. Ich glaube, 6 Eier hält der Typ aus. Jetzt sind seine Sprüche ausgegangen. Schade. So. Da hinten ist Shark Food Island. Das werde ich im Stop-and-Swap-Special näher erklären, was es damit auf sich hat. Es ist ein mysteriöser Ort voller Mysterien. Also, hoch da. Halt. Falscher Knopf losgelassen. Und hier ist unser Eimerchen. Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Boom. Scheiß Mine. Okay. Boah, jetzt hab ich das hängt. Jetzt hatte ich schon Angst. So, hier sind noch ein paar Noten, die wir auch gleich sammeln werden. Okay. Und weiter. So, erstmal die 4 hier sammeln. 2. 3 und 4. Und jetzt müssen wir hier Banjo-Kazooie buchstabieren. Und zwar in einer bestimmten Zeit. Was nicht wirklich so schwer ist, wenn man denn auch lesen und schreiben kann. Das K ist hier. Das zweite U ist auch hier. Das muss man sich gleich merken. Weil die Kamera hier etwas behindert ist, ja, hinderlich ist. K. So. Ui. So. Und die Krabbe wird frei. Und es ist ein fieser Trick gewesen von ihr. Ah, wir kriegen sie so nicht. Verdammt. Stirb jetzt. Na also. Und das nächste Puzzleteil. Okay. Und weiter geht's. So, wo gehen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Ich fange mir gerade den Finger auf der Tastatur. Das sieht total genial aus, wie ich gerade meinen Finger auf der Tastatur habe. So, wir gehen, glaube ich, da oben lang. Moment. Von hier aus. Da oben sind nämlich auch noch allerhand Noten, die wir sammeln können. Dahinter. Ja, 3 Stück, klasse, ne? Nee, aber hier geht's noch weiter. Die sammle ich jetzt, ja, egal, wenn ich schon hier bin. Ich mache keinen Speedrun, wie gesagt. So. Fliegen können wir, ja. Okay, hoch da. Und da unten ist kein Puzzleteil, nein. Das ist woanders. Ach, na toll, ich hab gedacht, da komme ich so vorbei. Ah, du Penner. Stirb. So. Und da kommen wir jetzt hoch mit unserem Sprung. So, da oben ist ein Chincho, man hat ihn schon gehört. Ein kleiner Trick für alle, die Speedrun machen wollen. Ist mir gerade so aufgefallen, dass ich es immer wieder mache. Wenn man springt, also wenn man den Huckepack-Lauf macht und irgendeine Plattform verwenden will, wo man stehen muss, und zwar im Banjo, dann springt man und drückt kurz davor den B-Knopf. Dann steht man nämlich, bevor man diesen Move hier macht, der viel länger dauert. Egal, ich mache es halt manchmal. Wow! Falschen Knopf gedrückt. Aus Reflex. Weil ich mich mal an Speedrun probiert habe beim Spiel. Egal. So, hier können wir einfach runterrutschen. Und hier, das ist eine sehr gute Schatztruhe. Denn, ach, verflucht. Die Zähne sind gefährlich. Hier sind 2 Mumbo-Schädel drin. Ihr werdet nirgendwo im Spiel 2 Schädel näher aneinander finden. So, was fast wie siamesische Zwillinge. Oh, verflucht. Okay. Ich weiß gar nicht, warum Multihayo so viele Probleme hier oben hatte. Einfach runterrutschen. Ist ganz easy. Das haben wir von selbst. So, dahin ist das nächste Puzzleteil. Ja, ein bisschen problematisch hier mit den Kisten, aber es geht. Scheiße. Gut. Ein paar Eierchen gleich noch sammeln. Und hier ist Puzzleteil. Wir haben ja die leere Honigwabe, deshalb brauche ich da auch nicht mehr runter zu springen. Wow, 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 wow. Das war knapp. Oh, ich hab Hunger. So, weiter geht's.
Egal, ich sag, ich hab Hunger und dann so weiter geht's. Okay. Dann gehen wir da oben weiter. Hier werden wir gleich dieses Holzbrett da benutzen. Um weiterzukommen. Oh, die Gegner sind saufies, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die klauen zum Leben, eine Feder und ein Ei. Was zum Teufel? Und die fressen dann Feder und Ei noch. Was sind das für kranke Hirne? Hirsebirnen. Ups, das sind auch ein paar Noten. Die haben ja fast alle. Die letzten paar sind dann weiter oben im Spiel, im Level. Und hier haben wir dann auch noch gleich ein Puzzleteil, mit dem wir auf Schatzjagd gehen. Das wird jetzt etwas langweilig, denn wir müssen jetzt von X zu X fliegen. Und jedes Mal, wenn wir ein X dahin ist, das nächste anstampfen, zeigt uns der Pfeil, wo wir jetzt nächstes hin müssen. Übrigens bin ich angenehm überrascht, dass es so wenig Grafikbugs in diesem Spiel gibt. Oder unten ist noch Mumbeschädel. Verdammt. Okay, ein paar Grafikbugs gibt's. Habt ihr die Platte gerade gesehen? Die war zweidimensional. Den Schädel hole ich mir. Der ist wichtig. Wow, runter. Die Minen ziehen, glaube ich, zwei ab, wenn man sie berührt. Man kann sie aber auch durch Eier ausschalten. Was ich nicht verstehe, dass sie mehr als ein Ei aushalten. Das ist dumm. Okay, aber die zweidimensionalen Flugplatten sahen auch richtig geil aus jetzt gerade. Man sieht auch ein Stück von Benjos Bein nicht, aber ist ja da, cool, wieder zweidimensional. Ist ja auch egal. Halt da, wir treffen. So, vorletztes. X. Und dahin, wo wir die Noten gesammelt haben, wo es ein bisschen kniffliger war, ist das letzte X. Ach ja, wenn wir A drücken, können wir höher fliegen. Es kostet uns aber eine Feder. Übrigens, wenn wir 0 Federn haben, können wir nicht mal in die Luft steigen. Wir brauchen mindestens eine Feder, um überhaupt in die Luft zu steigen. Und da ist das Schatzlicht. Und da ist das letzte X. Und da ist auch gleich der Schatz. Bleib stehen. Bleibst du stehen. Oh, scheiße, es geht gar nicht so. Dann, ah, verdammt. Dann halt so, dann halt mit Eiern. Halt. Was geht denn? Was geht denn? Na also. Sieben? Okay. Ich glaube... 8, 9. Ich muss mal überlegen. Ich mache erstmal den Rest des Levels. Ich weiß nicht, wo das letzte Puzzleteil ist. Ach ja, Chinchu-Puzzleteil, ganz vergessen. Ah. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Da, bleib doch mal da. Vorletzter. Okay, da weiß ich, wo sie alle sind. Da hinten ist noch eins. In dieser Truhe drin ist ein Puzzleteil. Komm, geh auf. Na toll. Nein. Oh, na toll. Genau das wollte ich nicht. Wow, das muss jetzt genau hier erscheinen, ne? Theoretisch können wir, wenn wir den Hai erledigen, respawnt er nämlich eigentlich. Der ist der einzige Gegner, der Honigwaben gibt und respawnt. Theoretisch könnten wir den ganzen Ozean voller Honigwaben machen. Obwohl, wir haben ja nicht endlos viele Eier in den Level. Vergesst meine Aussage. Ja. Habe es. Go. Joho. Ich mache heute noch dieses Level zu Ende. Wuhoppala. Und da habe ich ein bisschen Material zum Hochladen. Ach ja, wir können endlos viel Energie verlieren, wenn wir runterfallen. Das heißt, wenn wir von sehr hoch oben runterfallen, können wir alle Energie auf einmal verlieren. Also Vorsicht. So, da haben wir noch ein Puzzleteil, ein einzelnes. Was Puzzleteil? Eine Note, ein einzelne. Und jetzt kommen wir hoch. Ganz hoch oben im Level sind wir jetzt. Wo die Musik sogar aufhört zu spielen. Was ich cool finde. Wenn wir hoch oben sind, hört einfach die Musik auf, um Level zu spielen. Das deutet auf sehr viel höher hin. Nee, nein! Oh, boah, bin ich dumm. Ah, ich bin gut. Trotzdem bin ich blöd. Ach Gott, ey, ungeschickt. Hm. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich Profi in dem Spiel, aber auf dem Emulator ist es halt trotzdem sehr schwer zu, schwerer zu spielen als auf der Konsole. Deshalb bin ich insofern Profi, dass ich einfach nur alles weiß, wo alles ist. Wie ich geschickt und ohne runterzufallen rankomme, das ist eine andere Geschichte. Yahoo! Chincho! Ich wollte den Chincho-Chor hören.
Und das letzte Puzzleteil ist ganz weit oben. Ich stelle da so hoch. Weil hier sind noch Noten, die letzten drei im Spiel. Wow, wo habe ich fünf? Ah, ich weiß es. Von wegen. Die letzten fünf sind nämlich da oben. So, jetzt der Grundschalter auch gleich. Das Puzzleteil werde ich mir auch gleich noch holen dann. Weil immer, wenn man das Spiel neu startet, startet man in Grundis Höhle. Das werde ich euch dann auch nicht antun, wieder zum nächsten Level zu latschen. Aber ich werde es euch so antun, dass ihr noch hinterherkommt, wo man, wie man zum Bild kommt. Ach, egal. Ihr werdet sehen, wie ich es meine. So, fünf Noten. Letzten fünf.